Die Phoenix-Wahlrunde. Schleswig-Holstein hat gewählt. Die CDU wie erwartet gewonnen. Klarer Sieger ist Ministerpräsident Daniel Günther. Die Landtagswahl hoch im Norden lieferte keine Überraschung. Und es war ein ruhiger Wahlkampf, trotz der sehr unruhigen Zeiten. Für die Union ist das Ergebnis Rückenwind für die Wahl in Nordrhein-Westfalen in genau einer Woche. Der SPD hat der Kanzlerbonus gar nicht geholfen. Sie landet sogar hinter den Grünen. Wie schaut nun die Bundespolitik auf das Ergebnis? Darüber reden wir in dieser Wahlrunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Berlin am Abend des 8. Mai, des Tages der Befreiung, an dem der Kanzler in einer Fernsehansprache der Ukraine weitere Unterstützung zusagt. Viel zu besprechen also mit diesen Gästen. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik und auch Politikwissenschaftler. Und herzlich willkommen, Michael Bröker, Chefredakteur des Medienunternehmens The Pioneer und gerade von einer Reise nach Kiew zurückgekehrt. Bevor wir über den Landtagswahlkampf reden, erstmal die Frage, Herr von Lucke, welche Rolle spielte denn der Krieg in der Ukraine in diesem Wahlkampf überhaupt? Er spielte hintergründig, glaube ich, eine sehr große Rolle. Auch wenn man zuallererst sagen muss, es war eine Landtagswahl. Und Daniel Günther hat als Ministerpräsident gewonnen. Und ich würde vor allem sagen, er hat so doch sensationell gewonnen. Das Erwartete war der Sieg. Die Deklassierung seines Gegners mit derartigem Abstand, ich meine vor allem den SPD-Kandidaten, und der gleichartige Sieg von Daniel Günther, das waren also quasi der Beleg dafür, dass ein Schleswig-Holsteiner bayerische Ergebnisse erzielen kann. Und gewissermaßen Genosse Günther, so er sein Spitzname von Alexander Dobrindt, hat bewiesen, dass was in Bayern schon lange nicht mehr möglich ist, sondern schon in Nordrhein-Schleswig-Holstein möglich ist. Das war also schon mal ganz klar die Landtagskarte. Aber hintergründig, und das macht die Dimension aus, ist der Umstand, dass Olaf Scholz in den letzten Wochen ein Getriebener wurde und seine Zeitenwende nie in dem Maße eingeholt hat, sondern faktisch von seinem großen Wort eher selber getrieben war, weil er das Wort, was er heute gesprochen hat, lange, lange nicht gesprochen hat. Das hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass der ungemein schwache SPD-Kandidat, das muss man auch sagen, also der große Wahlsieg von Günther kommt auch durch einen ungemein schwachen sozialdemokratischen Kandidaten, dass dieser aber eben dann nicht durch einen Kanzler gestärkt wurde, der nichts wettmachte, und das strahlt aus. Also doppelte Botschaft. Doppelte Botschaft, die wir in aller Ausführlichkeit noch besprechen können. Herr Bröker, Daniel Günther ist der starke Mann dieser Landtagswahl. Welche Rolle hat Ihrer Meinung nach der Krieg in der Ukraine gespielt? Ja, wenn, dann wirklich nur eine negative für den SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz. Da bin ich bei Ihnen, Herr von Lucke. Weil seine Zickzackhaltung, seine Zögerlichkeit wirkte auf diejenigen Wähler, die in der SPD sich verorten, aber ganz klar sagen, das reicht mir nicht an leidenschaftlicher Unterstützung für die Ukraine, wirkt demobilisierend. Und das sind ja auch die Probleme der SPD im Land gewesen, die Demobilisierung. Und die CDU hat sich klar auch mit einer gelungenen Reise von Friedrich Merz in die Ukraine klar an die Seite der Ukraine und auch weiterer schwerer Waffenlieferungen gestellt. Also wenn die Ukraine eine Rolle gespielt hat, und die demoskopischen Daten geben das ja auch ein bisschen her, dann war es gegen die SPD von Olaf Scholz. Schauen wir noch mal genau auf die Zahlen. Nach der letzten Hochrechnung sieht es so aus bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Da kommt die CDU auf 43,5%, also ein großer schwarzer Balken, ein kleiner roter Balken. Nur 16% hat die SPD. Die Grünen sind stärker, 17,8%. Die FDP, die ja auch mit in der Regierung waren, 6,5%. Die AfD würde jetzt den Einzug in den Landtag verpassen mit 4,7%. Und der Südschleswigsche Wählerverband hat sein bestes Ergebnis mit 5,8% erreicht und die anderen 5,7%. Und das können wir uns auch noch mal anschauen, was das alles in den Sitzen heißt. Da sieht man, dass die CDU 34 Sitze bekommt von 69, die SPD 12, die Grünen 14, die FDP 5 und der Südschleswigsche Wählerverband 4. Daraus ergeben sich eine ganze Reihe verschiedener Koalitionsmöglichkeiten. Also Daniel Günther kann sich jetzt eine Menge aussuchen, nämlich Folgendes. Er könnte Jamaika fortsetzen, also mit den Grünen und der FDP käme dann auf 53 Sitze. Mit der Großen Koalition könnte er könnte auch sogar eine Große Koalition machen mit 46 Sitzen. Schwarz-Grün hätte 48, Schwarz-Gelb 39 und sogar mit dem Südschleswigschen Wählerverband hätte er eine Mehrheit, nämlich mit 38 Sitzen. Also das ist ein sehr komfortabler Ministerpräsident. Herr Bröker, ist das, ist Daniel Günther, liegt es vor allen Dingen an ihm? Ist es sein Sieg? Mir zeigt diese Wahl wieder mal
dass wir neu denken müssen bei der Analyse. Die bundespolitische Analyse für Landtagswahlen sind zusehends Analysen für regionalspezifische Popularitätswerte der jeweiligen Kandidaten. Das haben wir im Saarland erlebt, wo Tobias Hans in allen Kategorien unbeliebt, unglaubwürdig, unseriös war und zumindest so gesehen wurde. Und jetzt Daniel Günther, der beliebte Ministerpräsident. Man sieht es auf den Plakaten, CDU ganz klein, unser Ministerpräsident Daniel Günther ganz groß. Das war eine Günther-Wahl und deswegen ist es auch keine CDU-Wahl gewesen aus meiner Sicht. Auch wenn natürlich man durchaus die Frage stellen kann, was heißt das, wenn ein sehr liberaler, gesellschaftspolitisch sehr liberal aufgestellter Daniel Günther, ein ewiger Kritiker des Friedrich Merz, jetzt so einen Rückenwind bekommt, was heißt das für die Friedrich-Merz-CDU im Bund? Und trotzdem, das war eine Landtagswahl. Der beliebte, populäre Ministerpräsident wurde wiedergewählt. Und das erleben wir seit Jahren immer wieder, dass diese ganzen Trends und so mit Vorsicht zu genießen sind. Was es auf jeden Fall nicht gab, es gab keinen Gegenwind aus Berlin, es gab keinen Gegenwind und den gab es eher bei der SPD. Aber bleiben wir noch mal eben bei Daniel Günther. Also was zeichnet ihn aus? Carsten Lindemann von der CDU hat heute gesagt, das ist eben, es sind wieder Typen gefragt. Man braucht jemanden, der klar zu dem steht. Man hat das gemerkt, in seinem Corona-Kurs war Daniel Günther nicht immer der Meinung der anderen Ministerpräsidenten. Also was zeichnet Daniel Günther aus? Naja, er passt vor allem zum Land. Ich glaube, es kommt ganz entscheidend darauf an, ob der Ministerpräsident die Stimmung des Landes trifft. Was eben tatsächlich Tobias Hans im Saarland gerade nicht geschafft hat. Das war die fehlende Bodenhaftung. Anke Rehlinger hat das weit stärker personifiziert. Deswegen der erstaunliche Sieg der SPD. Das muss man ja auch erstmal geschafft haben im Saarland als Gegenkandidatin. Immerhin natürlich Ministerin war eine ganze Weile damit auch bekannt. Aber so klar, Tobias Hans zu deklassieren, zeigt, der Mann passte zum Saarland nicht. Günther passt fast exzellent zu Schleswig-Holstein gegenwärtig. Man muss es auch deutlich sagen. Er ist der Moderate, der liberale Konservative. Er ist der fast schon Mitfühlende. Also ein ganz softer, böse Stimmen sagen, der Leisetreter gegen den Lautsprecher Merz, der wahrscheinlich weit weniger zu Schleswig-Holstein passen würde. Und insofern ist Günther der, Habeck war ja heute fast überschäumt in der Kommentierung, der genau die Kombination von Wertkonservativen, der Konservativen, die aber natürlich auch die Grünen ein Stück weit für sich behaupten zu sein, Grünkonservativ, aber die Wertkonservativen innerhalb der CDU verkörpert, mit liberalem Touch und deswegen, so Habeck natürlich Überschuss, deswegen auch ideal passend zu Schwarz-Grün. Und ich gehe übrigens auch stark davon aus, dass es das wird. Ich fände es erstaunlich, wenn bei dem Verlust der FDP sich Günther trauen würde, der ja jetzt jede Wahl hat. Die FDP hat allerdings bereits gesagt, das Beiboot bei Jamaika machen wir nicht. Das war übrigens auch interessanterweise die ideale Kombination für Günther davor. Deswegen hat er, glaube ich, wirklich sehr ehrlich immer gesagt, ich würde es ja lieben gerne weitermachen. Also weil der Mann konnte auch so stark werden, weil er auch die gute Koalition hatte. Er hatte die perfekte Koalition, er moderierte. Er ist ein absolut moderierender Typ, ein Liberaler. Keiner, der knallig ist, der im Inneren sehr genau weiß. Ich glaube, dass auch seine Ambitionen weit über Schleswig-Holstein hinausgehen. Mit diesem Wahlsieg ist er natürlich tatsächlich jetzt so etwas wie die Reservehoffnung. Aber er war ein Mittelnder. Und das hat ihm sehr zugesagt. Jetzt muss er in neuer Konstellation anders vorgehen. Aber Schwarz-Grün ist natürlich auch eine Chance. Also Ihre Analyse würde ich teilen, bis auf den Berlin-Teil. Er ist eben nicht so bundespolitisch interessiert, wie das immer wieder gedacht wird oder hier gehandelt wird. Im Gegenteil, er hat sich sehr oft distanziert, auch zur Berliner Republik und dem, was wir hier so diskutieren und machen, immer wieder verhalten. Und er hat gezeigt, ich bin wirklich ein Landespolitiker im guten Sinne. Und ich weiß, dass hier liberale Wirtschaftspolitik im Norden sehr gerne gesehen wird. Ich weiß aber auch, dass grüne, nachhaltige Energiewende für unser Land in Schleswig-Holstein existenziell sind. Insofern, wie Sie gerade sagten, Frau Plättner, der Mann ist wirklich Jamaika gewesen. Aber er weiß auch, wenn der Dritte... Es gab nur zwei Wahlgewinner, die Schwarzen und die Grünen. Ja. Die werden dann auch zusammengehen müssen und die Gelben sind dann eben nur das Beiboot. Darauf kann er verzichten, weil er selber sich auch als Liberaler sieht. Ja. Ja. Die Grünen haben auch von ihm dann profitiert in dem Fall? Ja, Sie haben vor allem natürlich auch von Habeck profitiert. Man darf doch eins auch nicht unterschätzen. Die Grünen hatten ja auch, mal ganz hart gesagt, nicht die überragende Kandidatin. Sie hatten übrigens eine merkwürdige Doppelspitze. Sie hatten eine Doppelspitze, zwei Frauen. Die eine war vorher Finanzministerin, richtig, Frau Heinold und Frau Matatouré als Nachwuchshoffnung. Aber diese Konstellation hat klassischerweise keinen echten Spitzenkandidaten gekannt. So, und ich sag mal, stellen wir uns mal vor, Robert Habeck wäre angetreten. Dann würde ich die These wagen, dass die Grünen weit stärker hätten abgelehnt. Das heißt also, Günther hatte das große Glück, und das hat ja Frau Heinold auch kritisiert, er ist der schwarze Habeck und er konnte ein Stück weit, das war die Klage der Grünen, er konnte als Inkarnation von Jamaika durchs Land ziehen, bekam die Stimmen auch der Grünen geneigten. Ja. Frau Heinold musste immer plädieren dafür und sagen, wählen Sie trotzdem uns, wir sind der Modernisierungsmotor. Aber das ging nicht auf. Es ging zum Teil nur auf. Hat denn Daniel Günther gewonnen wegen Merz oder trotz Merz? Na, er hat in Schleswig-Holstein trotz Merz gewonnen. Ich erinnere mich wirklich an die Schlacht
Schlachten rund um Armin Laschet oder Friedrich Merz. Ich erinnere mich an Aussagen von Daniel Günther, die klar waren. Als Friedrich Merz kurz nach der verlorenen Parteitagswahl um den Vorsitz sagte, ich will jetzt Bundeswirtschaftsminister werden, war Daniel Günther der Erste auf der Matte, der gesagt hat, was ist das eigentlich für einen Anspruch, den du da formulierst und so geht das hier nicht. Günther war der ganz klare Anti-Merz, das weiß auch jeder in der CDU in Schleswig-Holstein. Die Wahlkampftermine von Friedrich Merz in Nordrhein-Westfalen sind auch deutlich akzentuierter als die im Norden. Nein, es ist trotzdem eine Trotzwahl. Friedrich Merz weiß, dass das der gute Mann für Schleswig-Holstein ist, aber die Leute haben jetzt nicht Günther gewählt, weil der Merz da ist, sondern eher Günther gewählt trotz Merz. Ja, aber man darf hier eins nicht verkennen. Einerseits, Sie haben völlig recht, Günther war sogar so klar, dass er sagte, ich lade Merz nicht zur Abschlussveranstaltung ein. Merz wäre ja liebend gerne natürlich zum Abschlussveranstaltung da gewesen, um zu demonstrieren, diese Wahl ist ein Teilsieg für mich. Nein, Günther hat die Abschlussveranstaltung dezidiert alleine gemacht. Das heißt, er wusste schon, dass er auf seine eigene Kraft vertrauen kann. Und ich wäre da schon im Zweifel, ob jemand wie Günther, bei dem man unterstellen muss, dass er jetzt Schwarz-Grün macht, als die Koalition der Zukunft, ob er damit nicht dezidiert ein Gegenangebot auch macht mit einer Ambition, in 4 Jahren zumindest dazustehen, zu sagen, so, ich bin ein Angebot gegen einen Merz, der erstmal zeigen muss, dass er dieses Bündnis zustande bringt. Sollte nicht Henrik Wüst nächste Woche dasselbe gelingen können? Weil Henrik Wüst will eigentlich genau das sein. Er ist Ministerpräsident des wichtigsten und größten und auch des wichtigsten Landesverbands, könnte also ohnehin immer zugreifen wollen, wenn er gewönne. Aber er will auch Schwarz-Grün. Er will das Modernisierungsbündnis natürlich am Ende auch haben. Und dann könnten die beiden sich zusammentun und der Stärkere würde dann im Zweifel gegen Merz antreten können. Ich glaube nicht, dass Daniel Günther die Bundespolitische Bühne will. Ich weiß, das hat auch schon Markus Söder immer gesagt, aber bei Daniel Günther gibt es diesen Drang wirklich nicht, so sehr auf die bundespolitische Bühne zu gehen. Das kann sich ändern, wenn ihn alle fragen. Aber ich finde, es hängt einfach von der Wahl in Nordrhein-Westfalen ab, was mit Merz passiert. Wenn Henrik Wüst auch mit einer schwarz-grünen, sehr liberalen Wahlkampf gewinnt, dann kann er mit Daniel Günther als Partner, als Juniorpartner eine interne Allianz gegen Merz bilden und die Kanzlerkandidatur für sich gewinnen. Mhm. Ich glaube, das ist sonst jetzt zu früh. Günther ist keine Reservehoffnung. Noch nicht. Okay, jetzt bleiben wir noch mal eben bei Friedrich Merz, der ja nun in der vergangenen Woche in Kiew war und da viel Schlagzeilen gemacht hat. Sie waren jetzt auch gerade da, Sie haben ihn da auch erlebt. Hat das geholfen? War das eine Reise, die man auch mit dem Blick auf diese Landtagswahlen, auf die beiden sehen muss? Friedrich Merz ist ja ein Mann, der immer zwischen Genie und Wahnsinn eigentlich changiert. Er hat alles richtig gemacht in der Ukraine. Er war frühzeitig da. Natürlich hat er den Druck auf den Kanzler erhöht. Er war der hochrangigste Politiker in Kiew. Er hat sich dort mit den relevanten Menschen getroffen. Er war eine Stunde beim Präsidenten Zelensky. Alles richtig gemacht, gute Bilder. Er war auch an den richtigen Orten. Und dann kommt trotzdem dieser Tweet von Friedrich Merz wieder einen Tag später. Ja, dass Zelensky und Steinmeier jetzt miteinander reden. Am Ende hat man das wohl mir zu verdanken. Mhm. Dieses Überdrehen, diese letzte Sekunde sich selbst wieder in den Mittelpunkt stellen, während er doch gerade alles gut gelaufen ist. Das ist das ewige Risiko des Friedrich Merz. Trotzdem, Herr von Lucke, da werden Sie nicht widerstehen. Das war eine gute Reise, es war eine wichtige Reise und auch ein Oppositionsführer darf Symbole setzen. Er muss es sogar. Wie fanden Sie die Reise? Auch im Blick, dieser Vorwurf, ist es nur parteipolitisch, auch gerade weil es kurz vor den Landtagswahlen war? Natürlich war es hochparteipolitisch motiviert. Man kann das sich auch wirklich fragen, ob es unter dem Gesichtspunkt der Stärkung Deutschlands und des Ansehens Deutschlands eine gute Reise war. Im Sinne der Tatsache, dass er die Bundesregierung nicht ins Abseits stellt. Er hat natürlich einen ungeheuren Coup gelandet. Die Tatsache, dass, und das ist natürlich Präsident Zelensky geschuldet, dass er einen Empfang vom Präsidenten der Ukraine bekommt, der damit gleichermaßen aber nochmal, das muss man schon klar sehen, die Bundesregierung, den Bundespräsidenten düpiert, den er nicht empfangen wollte. Das ist doch ganz ersichtlich. Also insofern hat Merz in alter Tradition voll auf eigene Rechnung gespielt. Allerdings auch da, weil Sie sagen, die Reise war so ganz gelungen. Ich fand es schon bemerkenswert, wie er auf der Hinfahrt aus dem Zug twitterte, ich mache hier gerade eine interessante Reise. Das war der erste Tweet. Ist ein schönes Land, was ich dachte, ich werde nicht wieder. Also ich will damit sagen, hätte es... Merz scheitert dann immer an sich selbst. Das ist es wahr. Der größte Gegner von Merz ist Friedrich Merz. Das ist wohl wahr. Aber trotzdem will ich nur sagen, natürlich war es ein ungeheurer Coup. Er hat Augenhöhe zum Bundeskanzler erzielt. Er ist gewissermaßen als Gegenkanzler aufgetreten, der dann, und deswegen fand ich das gar nicht nur frech, der dann tatsächlich Chuzpe hatte zu sagen, so, ich habe es eingetötet, jetzt spricht also auch der Bundespräsident mit dem Präsidenten Zelensky. Das war schon ein starkes Stück. Aber es ist ihm natürlich ein irrer Coup gelungen. Ganz klar. Und jetzt haben wir den Bundeskanzler, der heute eben eine Fernsehansprache hält und
kurzfristig anberaumt, sagt am 8. Mai, ich spreche jetzt mal wieder zur Nation, nachdem man ihm so lange gesagt hat, dass er zu wenig kommuniziert. Herr Bröker, war das klug gewählt an einem Landtagswahlabend? Der 8. Mai ist der 8. Mai und hat eine historische Bedeutung. Insofern war das für ihn das wichtigere Datum, als dass eben auch eine Landtagswahl stattfindet. Das finde ich schon in Ordnung. Die Bedeutung, der Kontext, der gerechtfertigt das. Aber dann frage ich mich, where's the news? Wo war denn die zentrale Botschaft, außer zu sagen, hey, ihr habt es immer noch nicht verstanden da draußen. Ich bin wirklich an der Seite der Ukraine. Ich habe schrittweise in den letzten Tagen und Wochen meine Position verändert. Ich würde ganz gerne noch mal klar machen, dass ich wirklich an der Seite der Ukraine bin. Aber weder hat er irgendwie angedeutet, dass er reisen will, weder hat er angedeutet, dass es schärfere Sanktionen geben könnte, noch hat er neue Ideen entwickelt, wie man militärisch dort die Ukraine unterstützen könnte oder in Richtung EU-Beitritt gehen könnte. Auch das wäre eine symbolhafte, wichtige Botschaft. Für mich gute Rede, historischer Kontext, alles in Ordnung, kann er machen. Aber was Neues habe ich heute nicht erfahren. Und deswegen, glaube ich, wirkt es ein bisschen wie ein Getriebener, der gerne dem Volk erklären wird, hey, ich bin wirklich eine... Naja, auch den Friedrich Merz, selbstverständlich, aber doch auch die Grünen, die Toni Hofreiter, Robert Habeck, Annalena Baerbock, die keine Pressekonferenz eigentlich verstreichen lassen, wo sie nicht in einem kleinen Halbsatz doch sagen, naja, also von mir aus, jetzt lass uns noch eine Schippe drauflegen, wir gehen da jetzt rein. Er ist zunächst mal auch getriebener seiner eigenen Passivität. Er hat ja es lange versäumt, wirklich in Aktion zu treten, vor die Welle irgendwie zu kommen. Und dass er heute das nochmal resümierend bilanziert, das war eigentlich tatsächlich genau die Wiedergabe der Position, die er oftmals wiederholt, in Reden immer wieder festgehalten hat. Die eine Nachricht, die gab es gar nicht. Mhm. Im Gegenteil, ich hätte sogar, da hätten aber die 8 Minuten, die es ja am Ende wohl wurden, nicht gereicht. Es hätte natürlich einen spannenden Rede verlangt, mal deutlich zu machen, was ist die Unterschiedlichkeit zwischen dem 8. und dem 9. Mai. Wir haben ja eine ganz neue Dialektik. Heute ist der Tag der Befreiung gewissermaßen, zu dem sich mittlerweile auch die Ukraine bekennt. Wir müssen uns bewusst machen, die Ukraine feierte noch vor wenigen Jahren den 9. Mai. Mittlerweile ist sie auf den 8. Mai umgeschwenkt, weil der 9. Mai, der morgen von Russland gefeiert wird, ein Tag des Krieges sein wird. Ein Tag eines Krieges gegen den Faschismus. Also imaginierte Art, ideologisch. Damit will ich sagen, das kam alles nicht vor. Trotzdem finde ich die Bilanzierung noch mal richtig. Ich finde auch den Vorwurf, damit wird Parteipolitik gemacht, ein bisschen überholt. Er hat am Abend des Tages gesprochen. Es ist dezidiert natürlich nicht vor Schließung der Wahllokale stattgefunden. Wenn er es einen Tag vorher gemacht hätte, hätte das wäre nicht klar gewesen. Das wäre nicht klar gewesen. Hätte jeder gesagt, das ist eine direkte Beeinflussung. Aber das Grundproblem für mein Verständnis, er kriegt diese ständig angehenden Anfragen offensichtlich nicht vom Eis. Und ich muss sagen, auch diese Frage, wann reisen Sie endlich in die Ukraine? Es nimmt ja mittlerweile fast den Charakter einer Farce an. Ich muss auch sagen... Ja, man hat den anderen, er kann jetzt eigentlich nur noch alles falsch machen, egal wann er fährt. Hat er es geschafft, genau, er hat es geschafft zu sagen, okay, jetzt ist der Präsident wieder eingeladen. Also es ist diese, als wenn dieser symbolische Akt der Reisen nach Kiew über alles entscheidet. Es ist an sich fast grotesk. Und ich sage sogar eins, die Einladung, auch das war ja von Präsident Zelensky sehr gewagt, also zum 9. Mai, zum morgigen Tag, in die Ukraine den deutschen Kanzler einzuladen, während in Russland ein anderes Datum begangen wird, das aber auch für viele Deutsche ja nach wie vor wenigen Jahren auch am 9. Mai als Teil der Befreiung, in Anführungszeichen, durch die sowjetische Armee mitbegangen. Das ist ein ungemein gefährliches Fahrwasser gewesen. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ist denn morgen, also, es hieß ja morgen, heute ist Frau Baas war heute da. Das ist ja auch richtig, am 8. Mai war sie in der Ukraine. Am 9. Mai, glaube ich, ist es aber keiner da. Und ich würde sagen, doch aus gutem Grund, weil dieses Datum so problematisch ist. Ne? Wie sehr hat das Verhalten des Kanzlers in dieser ganzen Frage, wie sehr hat das der SPD geschadet, auch bei dieser Landtag? Hat das denn tatsächlich eine Rolle gespielt? Also ich glaube ja, weil ich, wenn ich mal eine Sache aus meiner Reise nach Kiew zitieren darf. Ich habe mit 4 Abgeordneten dieses ukrainischen Parlaments gesprochen. Der Hass würde ich nie sagen, aber die Kritik an Olaf Scholz und der SPD-geführten Bundesregierung, die eben in ihrem Leben, siehe Willy Brandt, sehr viel Symbolpolitik richtig gemacht hat, eben aber auch sehr viel Entspannungspolitik zu dem großen Aggressor natürlich in ihrer Vita drin hat, die ist enorm. Ich hätte das nicht so für möglich gehalten. Der Unwille gegen Frank-Walter Steinmeier, sie sehen ihn als den Nukleus dieses aus ihrer Sicht verfälschten Minsker Abkommens gegen ihre Interessen. Deswegen, Olaf Scholz ist so sehr in der Bringschuld, aus ukrainischer Sicht da nach vorne zu gehen, dass es natürlich auch in der SPD ein Milieu gibt, das sagt Olaf Scholz bei aller, jetzt geht es um die richtige Seite der Geschichte und nicht um das, was früher war. Und da bist du uns zu zögerlich, da kommst du uns zu spät um die Ecke. Und die gibt es. Ich weiß nicht, wie groß die Zahl derjenigen ist, die SPD wählen und ihn da jetzt zu zögerlich finden. Aber er muss jetzt an der richtigen Seite stehen. Und da niemand weiß, wo diese rote... Ja, von beiden Seiten Kritik. Ja, ist richtig. Aber die Frage ist, wie groß, wo steht er? Dann muss er, also dann entweder
Entweder muss er den Mütze nicht machen und sagen, ich bin im Herzen Pazifist. Ich glaube nicht daran, dass wir den militärischen Aggressor besiegen können in Russland. Also machen wir das gar nicht. Da muss er diese Position durchhalten. Einverstanden. Kann man ja diskutieren. Die Wahrheit ist aber, die Umfragen sagen es, dass die Mehrheit der Deutschen sich natürlich nichts anderes vorstellen können, als an der Seite eines freiheitlich-demokratischen Landes zu stellen, das nach Europa aber will, wenn der Aggressor klar ist. Und dann muss man eben austarieren, wie weit geht die rote Linie. Wenn es um die Lieferung von schweren Waffen geht, ist die Bevölkerung ziemlich gespalten. Da gibt es solche und solche Umfragen. Ich würde sagen 50-50. Nee, mag dabei, aber ich brauche Führung von Olaf Scholz. Ja, ich will wissen, wo er ist. Das Problem. Es geht dabei ja nicht um Mehrheitsentscheidungen. Es geht ja nicht um die Mehrheitsfrage. Er hätte von vornherein die klaren Punkte, die er heute gebracht hat, hätte er sie weit früher gebracht und hätten wir nicht diese absurden Farcen von 5000 Helmen, die man als Angebot gemacht hat. Von einer sichtlich damals wohl auch, würde man sagen müssen, mit der Materie noch nicht sonderlich vertrauten Verteidigungsministerin. Damals die heute überforderten Ministerin. Gut, jedenfalls Olaf Scholz, der nicht in der Lage war, zu dem Zeitpunkt klar zu sagen, diese vier Punkte, die ich heute am 8. Mai zu Papier gebe, die habe ich damals. Ich werde mich zum Beispiel klar einer Position der Amerikaner als dem starken Bündnispartner ein Stück weit immer anschließen. So, dann hätte er in mancherlei Hinsicht sehr viel mehr Klarheit geschaffen. Das hat er unterlassen. Und es gibt natürlich trotzdem noch eine kleine Infamie bei der ganzen Geschichte, wenn man sich bewusst macht, wie sehr sich die CDU-CSU in die Büsche schlägt und alles auf die SPD verlagert wird. Also übrigens auch die SPD mal, da mehr angreifen. Also natürlich, sie konnte sich absolut, natürlich. Und es ist schon bemerkenswert, das Schweigen von Angela Merkel ist beredt. Ja. Ich meine, das muss man einfach sagen. Die 16 Jahre gehen natürlich nicht zuletzt auf die Kappe der Kanzlerin, die uns immer gesagt hat, ich erinnere daran, sie sagte immer, Wladimir Putin lebt in einer eigenen Welt. Man hätte gerne mal genauer gewusst im Nachhinein, wie diese Welt beschaffen war. Wahrscheinlich wusste keiner so genau wie die Kanzlerin. Und sie selber hat im Zusammenspiel, auch das sei gesagt, mit der deutschen Wirtschaft die beste Geschäfte, vor allem der Ostausschuss der Deutschen, beste Geschäfte mit Russland gemacht hat. Sie hat nie gewissermaßen irgendwie einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, die Ungerechtigkeit, dass die SPD es alles abkriegt, ist mit Händen zu greifen. Aber Olaf Scholz hat auch die Offensive nicht gesucht. Aber das ist Demokratie und das ist Politik. 12 von 16 Jahren hat die SPD immer gesagt, bei allen Entscheidungen, ja, aber wir haben halt eine CDU-Kanzler, da müsst ihr uns halt in die Mehrheit geben, damit wir das verändern können. 12 Jahre lang von 16 hat die SPD gesagt, ja, tut mir leid, aber wir haben halt noch eine CDU-Kanzlerin, das müssen wir halt machen. Jetzt ist die CDU in der Opposition. Über die vergangenen Fehler können wir diskutieren. Ja, aber Sie reden ja die ganze Zeit über vergangene Fehler. Meine These ist, ob die CDU selber ein schlechtes Gewissen haben müsste oder nicht, ist jetzt irrelevant. Hier regiert ein sozialdemokratischer Kanzler, der sich in einer historischen Situation klar aber für eine Seite entscheiden muss. Aber die SPD wird doch ständig angegriffen für die Vergangenheit und Angela Merkel nicht. Ja doch, also ich, so sehe ich es nicht. Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel und Gerhard Schröder, alle waren in einem Boot. Übrigens die Medien auch. Aber Frau Merkel doch genau. Frau Merkel hat doch keinen Unterschied. Ja, das schreiben wir doch auch ständig alle. Aber wenn Sie nicht sagen, es geht doch nicht nur um uns. Aber es wird doch diskutiert. Die Diskussion ist des ukrainischen Botschafters, ganz konkret gesprochen, über das Spinnennetz, in dem Frank-Walter Steinmeier wie eine große Spinne steckte gewissermaßen. Das war natürlich eine Attacke, bei der aber auch da zu wenig, abgesehen mal von Sigmar Gabriel, der mit aller Brachialität sagte, das geht zu weit, sich kaum einer innerhalb der Reihen der SPD dagegen verwandte und die CDU/CSU genüsslich sich das Schauspiel anguckte. Doch, Rolf Mützenich hat's gemacht. Ja, Mützenich, klar, aber der Mützenich, ja, das ist aber das ist die Kraft, die ich sage nur, aber die CDU/CSU natürlich mit aller Genüsslichkeit auf diesen reinen Schlagabtausch, der ja erstaunlich ist, einer ukrainischen Regierung explizit immer nur gegen die SPD. Und das ist bemerkenswert. Und da in diese aber woher Karte kommt das? Ja, aber jetzt lass uns doch mal über. Ja, es liegt daran, dass die SPD jetzt natürlich als Kanzler an der Regierung ist. Ob es sehr klug war in der Zuspitzung. Auch gerade von Herrn Melnik. Das will ich bezweifeln. Und es ist schon bemerkenswert, dass eben dann Herr Merz sofort, kann man sagen, Merz war der Antipode von Merkel, dass er empfangen wird. Das ist natürlich dann schon auch erstaunlich. Aber es ist ja interessant, dass die SPD auf der, also weil Sie sagen, der Kanzler zeigt zu wenig Führung, sagen Sie. Auf der anderen Seite gibt es ja durchaus Position, die die SPD klar macht, zum Beispiel Entlastungspaket, all diese Dinge, wo man sagt, wir versuchen, die Folgen des Krieges gut einzufangen. Warum zahlt das nicht ein? Also warum ist dieses Ergebnis in Schleswig-Holstein so schlecht? Naja, weil in der Tat die Führungsfrage, glaube ich, ganz entscheidend ist. Diese Tatsache, dass Olaf Scholz das große Versprechen, was er uns ja allen gemacht hat, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch. Dieser Ausfall von Führung, bei all dem großen Tamtam, die Zeitenwende-Rede drei Tage danach, kann man sagen, das kam einigermaßen schnell. Wir erinnern uns aber auch ziemlich unter Druck. Der Spitzenkandidat dann doch gewesen. Ja, das war es natürlich ganz entscheidend. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, der Spitzenkandidat ist wirklich, ich würde so weit gehen, ich muss mir aber vorstellen, auch das ist ja schon ein Ausdruck einer ungeheuren Schwäche einer Volkspartei.
Partei, die die SPD in Schleswig-Holstein noch sein will, wenn man einen ehemals Grünen, der gerade mal anderthalb Jahre ein SPD-Parteibuch hat, der, wenn ich habe mir natürlich die Freude gemacht, die Spitzenkandidatenrunde anzusehen vor zwei Tagen, der einen so ungemein uninspirierenden Eindruck macht, da fragt man sich, das hat fast schon den Charakter eines trojanischen Pferdes der Grünen. Das also quasi, ja, so, damit will ich sagen, natürlich, das hätten wir schnell erledigt. Trotzdem würde normalerweise unter starken Zeiten, und das ist der einzige Punkt, ein starker Kanzler, ein Kanzler, der einem solchen Kandidaten zur Seite steht, der hätte wenigstens ein bisschen Rückenwind erzeugt. Und dieser Absturz, was heißt das denn, ja? Genau, dann gucken wir da direkt schon mal auf die nächste Woche. Genau. Was heißt denn das für die nächste Woche für Nordrhein-Westfalen? Kann es da einen Rückenwind geben? Ja, auf jeden Fall. Also der schwarze Balken heute war eindeutig für die Union die Probleme, die Olaf Scholz hat. Sie haben gerade aus meiner Sicht das Stichwort genannt. Olaf Scholz hatte ganz Deutschland, den ganzen Bundestag, die Medien, alle hinter sich bei der Rede zur Zeitenwende. Ja. Das ist wenige Wochen her. Ja. Was ist denn danach passiert? Ja. Das war nicht danach Friedrich Merz oder Daniel Günther oder Henrik Wüst, der irgendwas gemacht hat, sondern danach hat Olaf Scholz die Stimmung verloren, das Momentum verloren, die Kommunikation verloren. Das will ich ja nur sagen. Insofern hat Henrik Wüst jetzt die historische Chance, in die NRW-CDU zum zweiten Mal in der Staatskanzlei zu halten, was Wahnsinn wäre, angesichts der Tatsache, dass Olaf Scholz gerade regiert, die Sozialdemokraten regieren, eine Ampel gegen Wüst gebildet werden könnte. Und wenn aber NRW-CDU, und so danach sieht es derzeit aus, jetzt mit Rückenwind aus Kiel, keine Fehler aus Berlin, weiter Diskussionen über Olaf Scholz, Schwarz-Grün und könnte möglich sein. Wäre es dann hilfreich, dass Merz sich da sehr engagiert oder sollte er sich da zurückhalten? Jeder in der nordrhein-westfälischen CDU, ich habe es jahrelang erlebt, weiß, dass Friedrich Merz Teil dieser nordrhein-westfälischen CDU ist. Er hat dort sehr viele, ein halbes Dutzend Wahlkampfauftritte. Henrik Wüst kann ihn dort nicht verstecken, aber er macht auch klar, ich bin mein eigener Mann. Selbstbewusste Attitüde. Insofern, das geht so nicht wie in Daniel Günther. Den Wahlkampfabschluss wird er natürlich mit Friedrich Merz machen. Das ist klar, muss er auch. Aber ich glaube, das ist dort auch nicht weiter schlimm. Friedrich Merz ist Teil des konservativen Stammlandes CDU im Sauerland. Die gibt es da. Das sind wichtige Wähler für, auch für Henrik Wüst. Und er selbst gibt den Moderaten, den liberal gewordenen, der von den Sozialverbänden Unterstützung eingeheimst hat. Er macht gerade alles richtig. Jeder Ramadan-Fest findet mit Henrik Wüst statt. Jeder Weltfrauentag findet mit einem relevanten Termin von Henrik Wüst statt. Das ist genau das, was man machen muss, um sich nirgendwo anzuecken. Und das könnte jetzt mit dem Rückenwind dann vielleicht reichen, um kurz vor der SPD zu liegen, wo Thomas Kutschaty eben einen sehr übertriebenen, vielleicht zu ehrgeizigen gelegentlich bei manchen Aussagen Wahlkampf führt und somit Henrik Wüst eher dieses Ministerpräsidentielle da nach oben spülen lässt. Also ja, jetzt haben wir so lange schon über die SPD und die CDU gesprochen, jetzt müssen wir dringend über die Grünen jetzt mal sprechen, dass die jetzt so ein gutes Ergebnis haben in Schleswig-Holstein. Bei der Kommunikation werden Herr Habeck und Frau Baerbock, die beiden, also Außenministerin und Wirtschaftsminister, bekommen sehr gute Noten von Lücke. Was machen die Grünen gerade alles richtig? Naja, sie sind natürlich, Sie haben es gesagt, und das würde ich nicht nur auf die Bundesebene beziehen, sie sind auf einer Welle, die ja nur zeitweilig unterbrochen war. Wir dürfen eins nicht vergessen, der Wahlsieg von Olaf Scholz war ja nicht aus eigener Stärke auch da, primär der SPD, sondern einem fundamentalen Versagen sowohl der CDU-CSU wie der Grünen geschuldet. Und wo, wenn nicht gerade in Schleswig-Holstein, sollen die Grünen gerade mit dem Habeck-Bonus wieder an einen gewissen Lauf anknüpfen, zumal auch unter dem Wissen der Leute, dass natürlich tatsächlich weiter die ökologische Wendetransformation eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das schlägt sich da nieder. Es schlägt sich trotzdem auch der schwache Gegenkandidat, nämlich eben der SPD, der keine Alternative bot. Wir haben es gehört, die Ansage, wir machen auch Transformation, aber sozial, war keine konkrete Alternative. Und ich muss es trotzdem nochmal sagen, weil die eine Sache wichtig ist, und das ist ganz wichtig, in der Tat befürchte ich für die SPD, mit Blick auf Nordrhein-Westfalen, dass ihr das gleiche Schicksal und noch in dem Falle dramatischer für Olaf Scholz widerfährt. Denn Thomas Kutschaty hat sich weit mehr an die Seite von Olaf Scholz gestellt. Die Bilder von Kutschaty in Nordrhein-Westfalen sind alles Bilder, in denen Kutschaty Seite an Seite und voll auf Olaf Scholz setzen. Und dieser Rückschlag in Schleswig-Holstein, der auch natürlich Scholz nicht gerade stärkt und die nächsten Wochen auch nicht leichter sein werden, die werden Kutschaty schwächen und damit ist auch Scholz, wenn es zu dieser Niederlage kommt, und ich gehe ehrlich gesagt auch, weil Kutschaty auch nicht die Ausstrahlung hat, ich gehe auch davon aus, dass das jetzt eher Wüst in die Karten spielt, das wäre dann ein echter Schlag für Scholz von Schleswig-Holstein, kann er sich ob der Schwäche des Kandidaten ein Stück weit distanzieren. Nordrhein-Westfalen würde ganz, ganz hart anders einschlagen. Ein Satz zu den Grünen. Ja. Es weht ein leichter schwarz-grüner Wind gerade hier durch diese Republik, denn Mona Neubauer, die Spitzenkandidatin der Grünen in Nordrhein-Westfalen, hätte gar keine Probleme mit
mit Henrik Wüst zu regieren, ist eine sehr pragmatische, in der Mitte dieser Partei befindliche, die jetzt sogar den Kohleausstieg 2030 als zumindest in Teilen verhandelbar wegen der Ukraine-Kriegssituation, wegen unserer Energieversorgungsproblematik, die eine neue Realität ständig aber in ihren Aussagen bespricht. Kann das funktionieren? Also wenn man ich sage nur, die Grünen helfen gerade nicht, eine Ampelstimmung zu erzeugen in Nordrhein-Westfalen, sondern die Grünen-Wähler in Nordrhein-Westfalen bekommen einen Henrik Wüst und haben damit offiziell kein Problem, sagt die Spitzenkandidatin. Deswegen gibt es da keinen Swing. Was heißt denn das dann für die Ampel hier, die ja immer sehr betont, wie gut sie zusammenarbeitet, wie harmonisch sie ist? Wir haben das gesehen auf der Kabinettsklausur jetzt in Meseberg, wie eng, wenn man dann Habeck, Lindner und Scholz... Also was heißt das denn dann? Wie ist das eine Harmonie, die gar nicht stimmt? Die stimmt sowieso von Anfang an nicht, in Gänze. Das war ja eine große Farce. Diese ganzen Selfies übrigens auch damals zu Lasten der Grünen gehend. Die Grünen haben sich ja wie besoffen fotografiert mit Herrn Lindner, der ja dann aus den Verhandlungen auch ungemein stark rauskam. Deswegen war er so begeistert, dass er sagte, also dieser Kanzler wird ein ganz großer werden. Das war ja das schönste Bild, nicht? Wir haben sie alle noch vor Augen. Christian Lindner, der dem Olaf Scholz in der Mitte stehend, eine also fast schon freche Belobigung sagt, das wird ein ganz großer Kanzler. Das war natürlich vor allem dem Umstand geschuldet, dass er so glänzend aus den Verhandlungen rausgekommen war, dass er der einzige Sieger war. Jetzt erlebt die FDP aber in ziemlich harter Weise, sowohl in Schleswig-Holstein, wo sie ja nun dick verloren hat, wie auch in Nordrhein-Westfalen, wo sie die Koalition verlieren wird. Es wird keine schwarz-gelbe Koalition mehr danach geben. Aller Voraussicht nach. Die Werte sind momentan nicht die dafür sprechen. So, das heißt, es könnte eventuell die Ampel geben, es könnte aber genauso Schwarz-Grün geben. Und dieses Gefühl, dass mit Schwarz-Grün eine Konstellation am Start ist, die natürlich eine Alternative darstellt, wirft für die FDP natürlich enorm die Frage auf, wie kommen wir aus dieser Malaise raus, dass wir in dieser Ampel vielleicht ein Stück weit als der kleinste Partner dann doch untergehen. Oder Jamaika. Und Christian Lindner will in Nordrhein-Westfalen keine Ampel. Das hat er intern klar gemacht. Er wird ein Jamaika-Bündnis immer bevorzugen, Joachim Stamm sowieso, um dort eben das Gefühl zu erzeugen, wir regieren ja weiter, nur jetzt noch mit einem zusätzlichen Partner, der dieses Land befriedet. In der Mitte des Taifuns der Energiewende ist Nordrhein-Westfalen eben besonders gefragt. Also da kann man viele Geschichten spinnen rund um Jamaika. Wenn Schwarz-Grün reicht, gibt es Schwarz-Grün. Da ist die FDP ja wieder raus. Aber was ist das für ein Signal dann hier für die Ampel? Ja, dass es eben die Ampel sich zu einer Episodenkoalition entwickeln könnte, historisch richtig. Ich glaube übrigens, dass die sich tatsächlich besser verstehen, auch intern, dass das deutlich besser läuft, als viele für möglich gehalten hätten. Immerhin sitzen da die Grünen und die Gelben an einem Tisch in der Bundesregierung. Ich finde das, mal abgesehen davon, dass wir nicht wirklich dabei sind jetzt alle, würde ich mal sagen, das ist schon ein relativ stabiles Bündnis. Aber die CDU kann dann doch zeigen, was Sie eben sagten, die Ampel war eine historische Ausnahmesituation. Eigentlich gibt es in diesem Land, und die Zeiten verlangen das auch, schwarz-grüne Mehrheiten. Und dieses Signal ist natürlich fatal für Olaf Scholz. In Niedersachsen weiß man nicht, was da passieren könnte Ende dieses Jahres. Das wäre fatal für Olaf Scholz, weil dann ist seine Ampel nicht mehr die Fortschrittskoalition, sondern sie könnte eine Episode sein. Und der neue Modernisierungsbündnis ist plötzlich Schwarz-Grün. Aber könnte das dann nicht auch bedeuten, dass die Grünen dann sehr beliebig wirken? So nach dem Motto, wir können mit denen und mit denen? Sind sie doch heute und die Gelben doch auch. Sie sind vor allem deshalb, also wenn Sie heute Habeck gesehen haben, und das ist doch kein Geheimnis, ist die Vorstellung, dass man mit einem progressiven Konservativen, wie eben mit einem Daniel Günther, eine schwarz-grüne Konstellation eingehen könnte, keineswegs ein Schreckgespenst. Im Gegenteil. Das war doch für die Grünen war das interessanter. Und ich sag mal, die werden noch viele Schwierigkeiten mit der FDP bekommen, weil die FDP die ganze Zeit in der Ampel natürlich gesagt hat, wir sind der Sperrfaktor. Wir sind diejenigen, die uns dagegen verwahren, die sich dagegen verwahren, dass wir Steuererhöhungen bekommen. Und die Frage der Finanzierung, die in Kürze in ganzer Brutalität durchschlägt, wird die FDP noch sehr fordern. Also, wie werden wir das alles finanzieren? Und da muss die FDP entweder springen und etwas anderes machen, als sie in der Koalitionsvereinbarung vereinbart hat, um dann sich den Protest der CDU-CSU einzufangen. Oder diese Ampel kommt in ganz große Schwierigkeiten. Von daher ist die schwarz-grüne Konstellation für einen Robert Habeck überhaupt kein Schreckgespenst. Ich gehe sogar so weit zu sagen, diese neue Lage, die wir gehabt haben, und deswegen die Emphase von Habeck, haben Sie aber ja fast besoffen, haben Sie gesehen. So, diese Emphase, die man heute sah, nämlich eine Option, dann doch wieder zu einer Dreier-Auseinandersetzung bei der nächsten Bundestagswahl zu kommen. Eine vielleicht nicht im Bund so starke CDU-CSU wie nun gerade mit Daniel Günther, so wird es nie werden. Eine geschwächte SPD, die nämlich auch nicht so stark ist, und mit einem Spitzenkandidaten Robert Habeck, der dann tatsächlich als das Zünglein an der Waage einer neuen Zweierkonstellation dann dasteht. Das heißt, dass diese Zeiten von Zweierbündnissen eigentlich vorbei sind oder dass wir uns auf die Dauer daran gewöhnen müssen, dass die Grünen genauso stark sind
wie SPD und CDU. Ja, aber damit die Möglichkeit der Zweierkonstellation wieder im Raum ist. Ich bin ich ganz bei Herrn Bröckers. Ja, die Option, dass wir nach diesem Scheitern zweier Parteien, CDU, CSU, wie Grüne, eine Ampelkoalition als eine Notwendigkeit bekommen haben, ist doch für die Zukunft gar nicht die Normalität. Stellen wir uns mal vor, die CDU, CSU kommt wieder Richtung 30% und die Grünen landen bei 20%, dann haben wir Schwarz-Grün. Ja, aber Sie haben auch inhaltlich natürlich recht. Schwarz-Grün im Bund würde die Schuldenbremse 2023 sofort erneut aussetzen. Aha. Selbst Christian Lindner wird es wahrscheinlich im Herbst ohnehin machen müssen. Es ist einfacher. Und Robert Habeck, man muss ja nur seine Bücher lesen und seine Programmatik, hat immer gesagt, wir sind strategisch eigentlich die sozial, ökologisch, aber pragmatische Partei der Mitte. Mhm. Wir sind die neue SPD. Insofern hat er strategisches Interesse, auch als Kanzlerkandidat möglicherweise, diese schwarz-grüne Option mit sich selbst zu führen, weil das ist sein Modell aber, auch. Robert Habeck ist nicht die gesamte grüne Partei, die er immer gerne streitet. Aber würden Sie sagen, gerade der populärste Politiker in Deutschland. Also er ist derjenige, der den Ton da angibt. Annalena Baerbock und Robert Habeck sind aber beide pragmatische Grünen-Politiker der Mitte, die keine Probleme mit Schwarz-Grün haben. Und Sie hatten schon recht, es war ein historischer Unfall, weil Armin Laschets Kampagne so katastrophal war und Annalena Baerbock die Nummer von 25% plötzlich runtergefahren hat durch wahnsinnige Stolpereien, dass man schon davon ausgehen kann, dass in Deutschland die Mehrheiten durchaus dafür da sind, die Grünen bei 20 zu sehen und die CDU und CSU bei 30. Was wir heute ja auch gesehen haben, ist, dass die, zumindest nach den letzten Hochrechnungen, ist noch nicht natürlich ganz klar, dass die AfD die 5%-Hürde wahrscheinlich verpasst hat. Wie gesagt, das wissen wir noch nicht definitiv. Und dass die Linken gar keine Rolle mehr spielen. Gute Nachrichten für Deutschland, würde ich sagen. Naja, dass die Ränder eben geschwächt sind, weil man ja sonst immer sagt, weil in bestimmten Phasen werden die Ränder gestärkt. Mit Verlaub, man muss den Unterschied dann doch an dieser Stelle mal machen dürfen, dass die AfD als rechtsradikale Partei mit einer Linkspartei, die eine hochsolide, denken Sie an den Ramelow, bessere linke sozialdemokratische Politik macht, also ganz unvergleichbar ist. Es ist auch bemerkenswert und man muss wirklich staunen, die Linke in Schleswig-Holstein ist der Südschleswige Wählerverband. Das war schon, es ist wahr, wenn Sie heute die Runden noch mal gesehen haben, also mit aller Werbe, wir sind die Linke, das ist schon für die Linkspartei ganz verheerend. Für die Linkspartei ist das natürlich ein weiterer absoluter Schlag ins Kontor, ist wahr in Schleswig-Holstein nicht zu erwarten. Aber die große Frage wird natürlich sein, wie läuft es in Nordrhein-Westfalen? Fliegt sie da wieder raus und alles spricht dafür? Das heißt, es bleibt dann irgendwann im Westen nur noch ein einziges Flächenland, das ist Hessen. Und das hat mit Janine Wissler und der MeToo-Debatte momentan auch gewaltige Probleme. Das heißt, wenn die Linkspartei es nicht schafft, im Westen irgendwie wieder jenseits der Städte, der Großstädte, Hamburg, Bremen, Berlin, irgendwie wieder nur ein Bein auf den Boden zu bekommen. Wenn ihr das nicht gelingt, dann ist die Linkspartei möglicherweise Geschichte. Und spannend ist daran, dass die SPD dann ein neues Narrativ entwickeln könnte, nämlich wir müssen doch wieder die Räume nach links öffnen, weil dort eine Linkspartei jetzt vielleicht historisch für immer geschlagen werden kann. Und diesen Druck wird es, und den gibt es jetzt schon bei den Kevin Kühnerts hier in Berlin, dass die SPD in diese Richtung gehen muss, mit einem sozialdemokratischen Kanzler Olaf Scholz schwer möglich. Also das gibt eine spannende Debatte auf der Linken. Und meine Äußerung war nur, es ist gut, dass endlich in einem Landtag die AfD wieder rausgewählt wurde. Das ist eine gute Nachricht für die Demokratie. Das erste Mal. Das ist und vielleicht nicht und hoffentlich nicht das letzte Mal. Ja, aber nochmal, die Linke, wie sie sich jetzt im Bund geriert, welche Schlüsse sollte die Linke jetzt daraus ziehen? Sehen Sie eine Zukunft? Die Linke hat echt ein Markenproblem gerade. Natürlich hat sie ein Personalproblem. Das sieht man nun mal an der Spitze gerade. Da will ja gar keiner mehr Spitze werden. Und Dietmar Bartsch ist irgendwie Last Man Standing. Den kennt man hier in Berlin jetzt auch schon seit 20 Jahren. Ein guter Mann. Aber irgendwie fehlt da der Spirit und es fehlt auch das Narrativ, warum die Linke wählen. In den Landtagen, Sie haben völlig recht, gibt es auch in anderen Beispielen, die SPD im Saarland war die bessere Linkspartei. Mhm. Die SSW ist die bessere Linkspartei. Und in Nordrhein-Westfalen wird sie gerade auch gar nicht benötigt. Spielt sie gar keine Rolle. Insofern, wo ist die Geschichte, warum man die Linke braucht? Ja, und wenn der SSW die bessere Linkspartei ist, dann wäre sie doch aber kein guter Koalitionspartner für die CDU, das oder? Sehe ich übrigens anders. Wenn ich Daniel Günther wäre, ich würde eine Alleinregierung machen mit der SSW. Naja, das wird er sich beileibe nicht trauen, weil Günther ein Mann ist, der letztlich den Motor braucht. Das war doch der Grund, warum Günther sehr auf Jamaika zählte. Und früher war er glücklich, dass er beide Flügel hatte. Deswegen war Jamaika ideal. Die neue Herausforderung wird für ihn schon allein darin bestehen, dass er die FDP nicht mehr eingebaut bekommt. Das ist ja ein Glücksfall für ihn. Er konnte auch als Pionier von Jamaika durch die Lande ziehen. Das machte sich auch gut, zumal es im Bund kläglich gescheitert ist. Jetzt muss er allein mit den Grünen. Und da wird es nicht unbedingt nur leichter, weil er gewissermaßen die Korrektive nicht von beiden Seiten hat. Und er ist kein Visionär. Er ist ja
ja keiner, der nun immer selber mit Kreativität durch die Lande zieht. Also er wird mit den Grünen sich dann natürlich, meine ich, wahrscheinlich noch stärker auf die Grünen dann als den Treiber verlassen und selber den moderierenden Part wieder spielen. Aber das hat ihm mit der FDP ja gut geschmeckt. Und es hat ja auch genau dazu geführt, dass die FDP 4% verlor und er die bekommen hat. Also insofern eine ausgesprochene Win-Win-Situation allein für ihn. Wir hatten natürlich ganz unterschiedliche Themen in diesen Landtagswahlen. Corona ist ein Thema, was jetzt kaum noch eine Rolle spielt, was aber gerade bei Schleswig-Holstein ja auch wichtig ist. Was würden Sie denn sagen, wenn man jetzt auf die nächsten Wochen schaut in der Bundespolitik, wird es weiter nur noch dieses Thema Ukraine-Krieg und zum Beispiel unsere Energieversorgung, die Frage, wie viele Menschen sich das leisten können, Kaufkraft, wird das zentrale Thema sein, wo die Politik darauf reagieren? Ich glaube, das zentrale Thema ist infolge des Ukraine-Kriegs die Autonomie, die Wehrhaftigkeit Europas im größeren Stil. Also natürlich wird es jetzt darum gehen, welche Entscheidung trauen wir uns in diesem Land zu, militärisch, sicherheitspolitisch, um Europa wirklich fit zu machen, um einen solchen Aggressor möglicherweise auch bei uns selbst eigenständig in die Schranken weisen zu können. Das wird das große Thema. Wehrhaftigkeit, wehrhafte Demokratie, europäische Fitnesskur. Und ich glaube, das sind Themen durchaus für einen Olaf Scholz eigentlich, aber auch für Unionspolitiker. Das sind die großen sicherheitspolitischen Fragen in Europa, über die wir Jahrzehnte nicht mehr diskutiert haben. Die werden auch eine Gesellschaft bleiben. Sehr stark spalten kann. Absolut, aber das ist das Thema, was da ist. Niemand hätte sich das vorstellen können. Und wenn ich jetzt wenn ich die Finnen mir anschaue, die Schweden, wir werden über Moldau reden, wir werden über Georgien reden, wir werden über ganz viele Länder reden, die zu uns zurecht sagen werden, wie die ukrainischen Abgeordneten das bei mir jetzt in Kiew gemacht haben. Wo seid ihr, wenn es darum geht, Freiheit und Demokratie zu verteidigen? Ihr wolltet doch, dass wir so werden wie ihr. Jetzt wollen wir so werden wie ihr und ihr seid nicht da. Das ist das große Thema aus meiner Sicht der nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre, was wir uns wirklich zutrauen, welche Rolle Deutschland in Europa spielt. Ein Thema, das hat ja Robert Habeck angesprochen, ist die Sache, dass unser Wohlstand nicht mehr der sein wird, an den wir gewöhnt sind. Herr von Lucke, wo sehen Sie da die richtigen Botschaften oder wie schwierig wird das politisch umzusetzen und eine bestimmte Ehrlichkeit in die Debatte auch reinzubringen? Ich sehe das mit als die größte Herausforderung an, weil die Probleme, das dürfen wir ja nicht vergessen, die den Krieg bestimmen und die durch den Krieg nochmal evoziert werden. Übrigens werden wir morgen mit der Rede von Putin, auf die man weit gespannter sein darf, als auf die Rede von Olaf Scholz, morgen erfahren, wie es weitergeht. Ob es überhaupt eine Perspektive gibt, dass er sagt, ich habe jetzt genug Raum erobert, jetzt bin ich in der Lage, überhaupt Verhandlungsmann, oder geht es tatsächlich weiter? Die Grundfrage ist doch die, wie schlägt sich das alles bei uns nieder? Werden wir eine Deglobalisierung erleben, also auch eine teilweise Abkopplung Chinas beispielsweise, die dazu führt, dass wir enorme Einbußen haben? Bereits jetzt fallen ja Produktionen zum Teil aus. Und das zu kommunizieren, also nicht nur die außenpolitische Frage, ich sehe es sogar so an, dass mittlerweile die Wehrhaftigkeitsfrage sich ja ein Stück weit arrondiert hat. Wir haben ja eine Bereitschaft mittlerweile an der Seite der Ukrainer zu sein. Es ist ja nicht so, man kann sagen, es kann immer weitergehen, aber das hat ja mittlerweile, deswegen war die Rede vielleicht von Scholz heute nicht ganz schlecht, da haben wir gesagt, so, wir haben jetzt die Leitlinien. Die Grundfrage ist doch die, wie werden all die anderen Probleme, die jetzt auf uns zukommen, wie werden die bewältigt? Gibt es endlich mal, auch weil Sie oft von Corona sprachen, gibt es endlich mal so etwas beispielsweise wie einen wirklichen solidarischen Inanspruchnahme des ungeheuren privaten Reichtums auch in diesem Lande? Wir werden uns doch die Frage irgendwann mal stellen müssen, neben dem der FDP ständig geschaffenen Sondervermögen, was in harter Worten einfach nur alles neue Schulden sind. Das sind alles ja neue Formen von Schuldenaufnahmen. Wie kommen also wir dazu? Das wäre dann banal, eine Vermögensfrage. Ich will gar nicht eine reine Vermögenssteuer, das kann es dann sein. Aber die große progressive Einkommensteuer. Nennen wir es mal. Nein, es geht einfach schlichtweg darum, diese Frage überhaupt nur mal zu übersetzen. Bisher hat man regelrecht den Eindruck, es spielt sich ein dramatischer Krieg ab auf europäischem Boden, mit Auswirkungen eben bis ins Globale. Wir kriegen Hungerkrisen und vieles andere, der noch überhaupt keine Rückwirkung auf die deutschen Lebensverhältnisse geführt hat. Und das hat doch Habeck nur immer einmal angesprochen und gesagt, ja, wir werden ein Stück, Lindner hat übrigens auch immerhin gesagt, wir werden ärmer werden. Und dann taucht natürlich unweigerlich die Frage von Absicherung, von Verteilung auf. Das ist die Lage. Das wollen Sie nicht so sehen. Naja, ich glaube, natürlich werden wir über Risiken über Wohlstandsverteilung in den nächsten Jahren reden müssen. Aber ich wünschte mir, dass die Debatte dann vielleicht auch mal so läuft, welche Prioritäten setzt der Staat bei seinen Ausgaben? Und wir haben inzwischen 28 Sondervermögen. Also immer dann, wenn man sich die Entscheidungen nicht zugetraut hat, machst du halt ein neues Sondervermögen. Und deswegen hätte ich ungern als nächste Debatte schon wieder die Vermögensteuer oder Vermögensabgabe oder einmaligen Soli für alle Abgabendebatte, sondern was ist zentral, was dieser Staat in diesen neuen Herausforderungen eigentlich morgen leisten muss und was muss der Bürger selber, wenn er den Wohlstand von morgen für sich sichern will? Diese Debatte hätte ich gerne und dann fällt mir nicht
nicht als allererstes eine Vermögensabgabe und ein neues Sondervermögen ein. Und das heißt, mehr eine bestimmte Ehrlichkeit könnte sich dann auszahlen, weil viele haben ja gesagt, Daniel Günther, der hat gemacht, was er gesagt hat, der ist der Gewinner des Abends. Sozusagen, ist das eine Ja, also wo ist wohl sind Christian, ja, und die neue Ehrlichkeit der Ampel wäre ja, ist ja bisher im Koalitionsvertrag gewesen, wir schaffen alles, sowohl die Energiewende als auch weiter Wohlstand. Auf jeden Fall sind die sozialen Systeme alle sicher und alle richtig und alle gut und wir verändern auch eigentlich nichts, wir machen nur alles besser. Aber der Kampf, geht das aber so nicht mehr auf. Das ist aber die spannende Frage und das ist tatsächlich die große Auseinandersetzung, die dann auch zwischen FDP, meinem anderen Grünen, vielleicht sogar in Härte stattfinden wird. Und da muss sie stattfinden. Ja, aber dann ist die große Frage, und da gibt es natürlich bereits Leute, wir setzen alles, was die Energiewende anbelangt, aus. Damit werden wir all die Probleme, die längst hinter uns drängend weitergehen, die in keinster Weise gelöst sind. Ich sage nur Indien, Temperaturen von mittlerweile 60 Grad, das ist eine Vorwegnahme. Und wir werden ganz andere, wenn wir das alles quasi aufschieben, weil wir sagen, wir können uns nur um den Krieg kümmern, dann werden wir ganz anderen Problemen entgegen. Und diese Aussage, deswegen war mein Plädoyer nicht für die Schaffung eines neuen, ganz im Gegenteil, nicht neuen Sondervermögens, sondern die Grundsatzfrage, wie wird dieser Staat zukünftig wirtschaften? Wie werden wir mit dem immer gleichen Wachstumsversprechen weiter umgehen? Also die Ehrlichkeit wird es meinem Eindruck nach verlangen, dieses immer gleiche Versprechen. Den Kindern soll es eines Tages besser gehen. Das ist das Zentrale. Bloß in einem Land, in dem wir alle, leider nur Teile, vielen Leuten geht es sehr schlecht, aber mittlerweile ein Niveau erreicht haben, wo dieser Satz fast nicht mehr tragbar ist. Das wäre jetzt auch der Schlusssatz zu sagen. Und darüber werden wir in den anderen Phoenix-Runden sicherlich noch weiter diskutieren. Ganz herzlichen Dank, Herr Brücker, ganz herzlichen Dank, Herr von Luckel. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Sie werden natürlich weiter bei Phoenix hier informiert. Ab 23 Uhr mein Kollege Marlon Amoyal ist dann für Sie da mit anderen Informationen auch wieder zur Wahl in Schleswig-Holstein. Bis dann. Tschüss.